Hallo zum letzten Spiel in Liga 2. Wir haben den Aufstieg in Liga 1 bereits geschafft. Jetzt geht es nur noch um den Titel, ob wir den noch kriegen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einen Sieg. Wir haben 18 Punkte und 21 brauchen wir. Mal sehen, ob das klappt. Letztes Spiel gegen Belgien war ganz IO, war aber auch teilweise gefährlich. Und zum Schluss nochmal gegen Real Madrid, weil es so schön ist. Hat man ja lange nicht. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Na mal sehen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie greifen heute zu einem 4-3-3 mit sogenannter falscher Schade. 9. Und hier sehen wir Da die hätte Startelf schön werden können. von Juventus Turin für heute. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Das war Den verdammt Zweikampf muss er jetzt scharf. annehmen. Meine Controller-Taste quietscht. Lichtstein. Ich hoffe, euch stört das nicht oder ihr hört das nicht so. Pogba. Schade, Wunderschöne Flanke da hier hätte Richtung vorbei. Elferpunkt fliegen müssen. Da hätte man das Ding abgewickelt. Und das gibt Ah, das war Einwurf jetzt ein für bisschen Real blöd Madrid. von mir. Schlecht angeboten. Läuft das natürlich ab. Geht ja gut los hier. Das war blöd. Er Aber sieht die musste gelbe ich Karte. So früh im Spiel ist ran. das nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Gefährliche Position und gefährlicher Versuch. Knapp vorbei. Das wäre richtig eng geworden für den Keeper. Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Spielen, Flori. Das ist kein Problem. Ronaldo, Der genauso stark wie Torhüter. bei der EM. Das war ja ein ohnmächtiger Schuss gewesen von dem Kollegen. Ach, das bin ja ich. Im Endeffekt wird das ja wieder auf Kick and Rush Alles offen für das rauslaufen bei, Finale. gegen Real. Vor die Nille. Jetzt ist die Kugel weg. Benzema. Oh, Benzema. 1-0. Und Scheiße. Tor, Das den habe ich auch Tor. aufgemacht. Das Das war Tor mein ist zum Fehler. Glück dabei. Zu schnell draufgegangen, aus der Mitte raus, Mitte frei, Pass. Benzema ins Tor. Tor. Jawohl, mit der Scheißdreck, linken ey. Seite ganz überlegt gemacht. Klasse. Ach, das ist Ah, ein es passiert halt, wenn man Gänsehautspiel. so aggressiv drauf geht. Natürlich äußerst blöd Souverän gegen gespielt. Real, dass das da passiert. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Toni Kroos jetzt. Da kommt der Schuss. Der Ball an den Ja, Pfosten und ins genau. Feld. Was macht er da? Völlig unbedrängt läuft er mit dem Ball in Seiten aus. Kroos bringt gleich den Eckstoß rein. Endeffekt haben wir heute nichts zu verlieren. Ich sehe nur Weiße hier, Den Ball wird absolut nur gesehen. alles Weiß. Es ist wie gegen Bayern vorhin. Scheißdreck. Es gibt noch Ecke, Gott sei Dank. Gut spekuliert. Vasali. Oh, scheiß Ecke. Ecke. Gott sei Dank, der Schuss war ja mehr als schlecht gewesen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Schießt er ihn rein? Das scheint Uff. der Ball nochmal aufzuspringen, bevor er ihn trifft. Real Madrid ist kein Also, Wunder, dass ihm das da die Ding Angst fliegt zieht. hier 2 Meter drüber, als dass er direkt der Konter kommt. Den Ball
Das kann ich nämlich gar nicht leiden. Übrigens, den Schritt, den mein Spieler jetzt zurückgemacht hat, den habe ich nicht gemacht. Den hat er von sich gemacht. Ich bin direkt auf den Ball drauf zugelaufen und er hat automatisch den Schritt vom Ball weggemacht. Ich hätte den locker gekriegt. Ich weiß nicht, warum das Spiel das macht. Ich finde es scheiße, ganz einfach gesagt. In gewissen Situationen merkt man einfach, wie man von dem Spiel einfach nur geschwächt wird. Gut gerettet, schlecht gemacht von mir der Abstoß. Mann! Kein schönes Spiel. Na hallo? Das kann doch nicht sein. Ich hab schon längst einen Pass gedrückt. Ja, da habe ich natürlich gerade keinen Pass gedrückt, aber er spielt ihn trotzdem. Ja! Danke dafür. Danke FIFA, dass er den automatischen Spieler gewechselt hat und dass ich genau in dem Moment rauslaufe. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt schießt er. Auch noch die hässliche Schmolzlocke. Ja, ungefähr mit 2000 km/h hat er eingeschlagen. Normal. Realistisch. Schade. Warum ist denn immer jedes Mal keiner in dieser scheiß Mitte hier? Das darf doch nicht wahr sein. Immer die gleiche Scheiße, jedes Mal durch die Mitte. Was ist denn hier los? Warum kriege ich da keinen Freistoß für? Das kann doch nicht sein. Das ist Abseits. Das ist kein Abseits. Wollt ihr mich verarschen? Ey, was ist denn hier verkehrt? Na klar. Jo. Natürlich war es Abseits. Kein Freistoß, Abseits. Schön. So stelle ich mir FIFA vor. Könnte ich schon wieder nur kotzen hier mit dem Dreck. Wie man hier einfach nur benachteiligt wird bei dem Spiel, das ist unglaublich. Da findet man keine Worte mehr zu. Schön, dass ich den ganzen Mist hier auf Video habe. Das gibt natürlich gleich wieder einen Freistoß. Na sicher. Fuck you, Alter. So bescheuert bin ich nun auch nicht. Ich glaube, das noch zwei Tore zu schießen wird echt schwer. Bringen wir uns auch nichts. Im Endeffekt müssten wir drei schießen, damit sich das ja auch lohnt.
Was war das wieder von Pass her? Oder durch die Mitte? Natürlich. Müssen eigentlich nur die Mitte mal gut zumachen. Da würden die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, ja. Was ist denn das hier? Da kannst du drücken, welche Taste du willst. Passiert rein gar nichts. Schöner Pass, 1A. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn das? Warum fliegt denn der so weg? Normal ist er drinnen dabei, ja. Aber nicht gegen Real. Da ist nichts normal. Ball bei Marcelo. Er spielt den Pass auf den Flügel. Nun Cuadrado. Sie haben den Ball. Mann. Der Spacko da noch dran war. Verdammt, ey. Das wäre es 3-2 geworden. Stell den runter, den Finnick. Da hinten stehen ein paar Schuhe, wo eine Hose. Ja, komm, volle Offensive, scheiß drauf. Geht's nur noch um die Ehre. Schmelzbacken, leck mich am Arsch. Pisser. Weiter, 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 komm. Ich hab da Mine, Junge. Druck. Komm, 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 Feuerwerk. Jede Entscheidung ist falsch. Läufst du dort rum, ist immer falsch. Sag ich doch. Da der Platz, jetzt die Flanke. Ja, Pepe stellt sich einfach überall rein wie so eine Hauswand. Egal mit welchen Spielern, es ist einfach unmöglich, den Mensch zu passieren. Obwohl man einen schnellen Spieler hat. Ja, das war einfach nur... Scheiße war das. Ich hab's Offside aufgehoben, aber im Endeffekt waren die immer 10 Mann da. Und daher...
Einfach mal den scheiß Ronaldo wegschrubben. Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Ich könnte mal eigentlich nicht so schön auskontern hier. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Keine gute Aktion. Und jetzt ein Schuss. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Oh, jetzt liegt der Tunnel. Es wird ja Zeit. Was machen wir denn neu? Wir hätten die so oft auskontern können, so offensiv wie die spielen, aber im Endeffekt laufen die hinten auch noch wie so ein Scherbenhaufen rum. Quer durcheinander, ohne Sinn und Verstand. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Und nun Bale. Rückpass zum Torwart. Den Ball verlängert er per Kopf. Und jetzt könnte man zügig an den Ball kommen. Mandzukic. Oh, unglaublich, ey. Wenn wir jetzt noch in das 4-4 schießen, da glaube ich nicht mal an das Spiel hier. Das ist. Das gibt es doch noch volle Hütte nach vorne. Ah. Das ist ja ganz großes Kino hier. Hintenrum spielen, ja. Ja, luschen. Warum schießt er den Ball denn nicht weg? Können Sie diesen Angriff noch aufspielen? Der Verteidiger geht dazwischen. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Er kommt wieder nicht davon an, Junge. Hat er denn keinen Saft in diesen scheiß Drecksspeichen? Mann! Da musst du doch da ziehst du voll durch und dann kommt nichts, kommt da, Junge. Kein Schuss davor. Was ist denn das? So ein Lappen, ey. Naja, gut, das war sozusagen das letzte Spiel in Liga 2. Wir sehen uns demnächst in Liga 1. Unser Titel haben wir nicht erreicht. Schade eigentlich. Aber wir haben wieder eine schöne Aufholjagd gezeigt. 2 Tore innerhalb kürzester Zeit, nach der 80. Minute. Passt. Also dann bis in Liga 1. Und tschüss.